Als ich im Herbst 1991 das mittelrechtliche Talkradio bei Vias 1 einführte, war mein Vorbild die Sendereihe Talk of the Nation. Ausgestrahlt vom öffentlich-rechtlichen US-Sender National Public Radio. Da konnten aus allen Landesteilen der USA Hörer zu vorgegebenen Themen anrufen und ihre Meinung kundtun. Das war hervorragendes Radio. Insofern muss ich sagen, Deutschlandradio ist ein Sender, der die Chance hätte, ein richtig guter Sender zu sein, der aber leider seine Chancen vergeigt. Und diese Sendung 2254 ist dafür ein Beispiel und das herausragende Beispiel. Diese Sendung war nämlich das, was wir heute in der Politik überall erleben, die Einforderung von direkter Demokratie. Bürgerinnen und Bürger wollen mitreden, sie wollen mitentscheiden. Persönlicher Standpunkt ist, dass die Sendung 2254 eine Struktur darstellt, wie Radio nach meiner Erwartung in Zukunft sein wird, nämlich interaktiv. Was mich sehr entgeistert hat, war der Verweis von Verantwortlichen des Senders, die Hörer sollten doch künftig zeitgemäß ihre Diskussion führen auf Facebook. Und da muss ich sagen, Facebook ist eine Datenkrankheit. Facebook hat einiges an Ärger wegen eines wirklich unmöglichen Umgangs mit den Daten der Benutzerinnen und Benutzer. Das Zweite ist, ich habe das eben schon angedeutet, Facebook ist nicht barrierefrei. Die Sendung 2254 war im besten Sinne barrierefrei. Das Einzige, was man benötigte, um sich beteiligen zu können, ist ein Telefon und ein Radio. Und was man benötigt, um die zu hören, ist ein Radio. Mehr braucht man nicht. Ich selber bin Verdi-Sekretär. Ich bin im Hörfunkrat für Verdi Hamburg, weil ich aus Hamburg komme oder bei Verdi in Hamburg arbeite oder ein Teil davon arbeite. Und bin jetzt mittlerweile Sprecher dieses einen Freundeskreises. Und lade vor den Hörfunkratssitzungen ein und wir versuchen Sachen zu besprechen. Wir holen noch zu diesen Besprechungen des Freundeskreises Intendanten oder Programmdirektor, um mal Sachen zu hinterfragen, die man vielleicht unter 40 Leuten dann nicht so toll diskutieren kann. Geht in einem kleineren Kreis manchmal besser. Das hält uns nicht ab davon, dann im Hörfunkrat, in der Hörfunkratssitzung auch entsprechende Fragen zu stellen, wenn wir meinen, es ist nicht befriedigend beantwortet worden, beziehungsweise dass wir das dokumentieren wollen, auch im Protokoll der Hörfunkratssitzung. Interessant ist und natürlich überhaupt nicht abstreiten, diese Programmreform sollte sehr, sehr leitmäßig am Hörfunkrat vorbei gemacht werden. Ist es auch, glaube ich, an bestimmten Stellen so passiert? Wir haben es irgendwann ja dann doch mitgekriegt und haben dann eingefordert, wir wollen jetzt endlich informiert werden. Da gab es dann sogar Sondersitzungen des Programmausschusses. Und dann gab es Erklärungen, die uns für uns schlüssig waren. Das muss ich auch sagen. Ich bin auf die Nummer 2254 nicht so gestoßen. Muss ich auch sagen, ich habe sie vorher nie so gehört. Ich finde die Reaktion ein bisschen komisch. Ich finde es auch schade, dass ich als Mitglied des Hörfunkrates und als Mitglied des Programmausschusses von der Kritik, die jetzt hier hochkommt, überhaupt nichts weiß. Und ich jetzt nachfragen werde. Ich glaube, da werden wir sicherlich gleich nochmal diskutieren. Ich glaube, wir werden es nicht ganz zurückholen können. Aber wir werden, für mich ist diese Programmreform keine Sache, die in Stein gemeißelt ist, sondern das muss man sich jetzt angucken. Und so ist im Hörfunkrat, so habe ich die Diskussion verstanden, auch diskutiert worden. Wir fangen jetzt mal an, schauen uns das jetzt mal an und warten mal auch auf Reaktionen von Hörern, die ja eindeutig jetzt kommen. Und dann, finde ich, muss dann nochmal diskutiert werden, warum das eine oder andere Format
weggefallen ist oder verändert wurde und ob man vielleicht nicht in gleicher Form, aber so ähnlich oder von mir aus in Anführungsstrichen passend in die Struktur des einzelnen Programmes etwas wieder aufleben lässt, was dann auch Hörerbeteiligung genannt werden kann.